Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Cities Skylines. Das Erzgebirge haben wir hier gerade alles gemacht. Letzte Folge meine ich natürlich. Jetzt müssen wir nur noch hier Wasser verlegen. Und Strom. Und dann sind wir damit auch schon durch. Das haben wir dann erledigt. Danach kommt dann jetzt nur noch das letzte, was wir nicht gespeichert wurde. Und das ist nämlich das No Cars Land, was wir jetzt nämlich bauen werden. Dafür werde ich erstmal hier noch ein Kraftwerk bauen. Beziehungsweise ein... Passt das so? Ja. Eine Müllverbrennungsanlage. Genau. Die sind auch übrigens, wenn man mal hier so schaut, der ist jetzt vielleicht nicht so ganz tot. Vielleicht sollte ich hier mal irgendwie noch was hinsetzen. Ich habe ja jetzt hier die Straße. Vielleicht sollte ich hier nochmal irgendwie, ich sowieso hier eigentlich noch irgendwas fällt, ein Rieses. Ein Rieses Ölfeld. So, und ich werde jetzt hier mal mein No Cars Land bauen. Und hoffe, dass das alles schön läuft. Okay. Zack. Und natürlich dann auch noch die schönen Straßen hier, die da durchgehen. Das ist die umweltfreundlichste Stadt ever. Okay, das wär's. Die sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus als vorher, aber hey, ja, ist ja egal, ist ja egal. So, was wir jetzt noch machen werden, ist einen Dings hier hinbauen, eine Zugstation. Die kommt nicht hierhin, hoffentlich. Naja, das geht natürlich nicht. Ja, die geht leider nur hier. Schade. Ich hätte eigentlich jetzt gewollt, dass die woanders ist. Aber anscheinend geht es nicht anders. Können wir die irgendwie... Ich würde das eigentlich jetzt ganz gerne hier hinbauen. Höhe zu hoch. Zu hoch. Okay, das ist strange. Aber es geht leider nicht anders. Ich versuche nochmal irgendwie noch ein bisschen hier rumzutricksen. So, indem ich irgendwie sowas hier mache. Und hoffe, dass das funktioniert. Ort ist bereits belegt, war ja klar, weil es keine gerade Straße ist. So, dann mache ich mal so. Und hoffe jetzt, dass das funktioniert. Und es funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. So. Hier kommt noch die Straße eben dran. Na. Gefälle zu steil. Ihr könnt mich mal mit eurem scheiß Gefälle. Ah. So, so, so. Moment, machen wir. So. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, decken wir das mal eben alles hier mit Wasser ein. So. Okay. Oh, hier ist noch etwas ohne Wasser. Okay. Und natürlich Strom, wobei wir da natürlich warten müssen, bis wir endlich hier ein paar Häuser stehen haben. Das muss ich noch ein bisschen schauen. Ob das alles so wird, wie ich es geplant habe. Das irgendwie verbuggt geworden? Nein, weil letztes Mal hatten wir ja dieses komische das ist so komisch da. So. So, alles schön gerade, weil die Kurven werden ja von alleine erstellt. Und eine Zuglinie wird natürlich hier auch reingemacht. Ja. So.
Das ist unsere Zuglinie. Und natürlich kommt hier auch alles schön mit einem Wohngebiet. Alles wird hier Wohngebiet. Ist ja klar. So. Vielleicht jetzt hier nicht direkt an dem Zugbahnhof. Da können wir eigentlich irgendwas anderes hinmachen. Irgendwie, keine Ahnung, Büros oder irgendwie sowas. Wo die arbeiten können, die Leute. Weil, naja. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Da direkt Wohnhäuser dran zu machen. Hier kommen jetzt noch schöne Verkaufsläden dran. Hier noch ein paar Büros. Und dann können hier eigentlich schon meine Parkplätze hin, weil die müssen ja auch irgendwo parken. So. Und dann haben wir hier unsere Parkplätze. Fehlt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Moment, das kann so lange weg. Und hier können, ganz ehrlich, hier packe ich noch ein paar Büros hin. Ja, warum nicht? Ich brauche Industrie, ich brauche Jobs. Sonst wächst meine Stadt nicht. Dann kann ich auch hier coole Jobs hinmachen. So. Oh, die braucht Wasser. Okay. Und, oh, jetzt brauchen sie Strom. Okay. Was kriegen sie von dem hier? Und, ja. Der braucht gar keinen Strom, aber, naja. So, dann würde ich mal sagen, das war's. Das war unser Bau von No Cars Land. Wir brauchen natürlich jetzt hier noch eine Buslinie. Wie kann ich die bauen? Na, die fängt hier... Obwohl, ne, die fängt da hinten irgendwo an. Ich baue hier eine hin, vielleicht... Hallo? Ich will eine neue Linie errichten. Ach, fuck. Ich bin wieder sehr verwirrt. Hier kommt eine hin... Ja. Dann kommt hier eine hin. Die nächste Bushaltestelle ist dann hier. Und fährt einmal rüber. Die nächste Bushaltestelle ist hier, hier, hier. Fährt dann einmal bla bla bla. Ich hält hier noch am Flughafen. Und fährt dann wieder zurück. Und zack. Das wäre dann unsere Buslinie. Die Zuglinie, die passt hoffentlich so, wie sie ist. Sind das Büros? Okay, ja. Und das ist natürlich hier ein Gebiet. Und zwar das No Cars Land. No Cars Land. So, Richtlinien. Weiß ich gar nicht. Was wollte ich da machen? Ich weiß gar... nee, Hightech-Häuser nicht. Hochhausverbot. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Auf jeden Fall. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Ja, könnte ich machen. Ich mach... oh, Bildung. Schule. Mache ich zwei Schulen hier rein. Die müssen ja auch irgendwie gebildet werden. Okay. Uni brauchen sie nicht. Habe ich noch genug? Okay. Und was brauche ich noch? Was brauche ich noch?
Bildung. Ah, Polizei, genau. Polizei packe ich mal hier hin. Feuerwehr, natürlich auch. Sehr wichtig. Und natürlich ein... Das. Packe ich hier noch einen Friedhof an Wasser, ans Wasser, so. Und noch ein... Ein Krematorium. Das kommt dann auch hier hin, so. Sehr schön. So, haben die noch Wasser? Haben die noch Stromprobleme? Nein, ne? Nein. Schön. Dann läuft No Cars Land jetzt schön. Und... Das ist doch gut. Wie schaut's aus mit der... Mit dem Zug? Ich hoffe, da das läuft alles. Ist das eine Linie? Transportiert bemannt Fahrzeug nach Camond. Okay, nee, das ist nicht unsere Linie. Das hier ist, glaube ich, unsere Linie, ne? Ja. Passagierzug. Und dann haben wir jetzt auch schon alles gebaut, was ich bauen wollte. Nach unserem Speicherdesaster. Und der Verkehr hat sich auf jeden Fall wieder beruhigt. Das war ja schon in der letzten Folge sehr gut, wie ich das gehandhabt habe. Dass der Verkehr sich sehr schön beruhigt hat. Ich kann ja mal auf die Verkehrskarte schauen. So, wir haben jetzt einige kleine rote Stellen. Ja, das Industriegebiet, da staut sich natürlich sehr viel an. Hier meine Hauptstraße in Burgertown. Ist natürlich auch etwas, was sehr viel benutzt wird, ist klar. Hier meine Hauptstraße in Ice Cream Land. Und natürlich meine Hauptstraße in New Burgertown. Die ist natürlich auch sehr viel befahren. Ich meine, die Leute von No Cars Land, die wollen ja auch irgendwie nach Hause. Und ja, gut, das Industriegebiet ist ja sowieso sehr schwer. Also im Erzgebirge ist echt sehr viel Verkehr, aber da kann ich leider auch ehrlich gesagt nicht sehr viel machen. Das ist doof, aber naja. Was willst du tun? Was willst du tun? Aber das scheint hier anscheinend gut zu laufen mit dem, mit der Abfahrt hier. Das ist ganz gut so. Okay. Ich schaue jetzt einfach nur mal hier so ein bisschen durch die Stadt. Einfach, weil ich Lust an der Freude habe. Und ich meine, die Stadt ist ja auch echt schön. Okay. Das ist jetzt hier übrigens gerade die Hauptstraße nach No Cars Land. So. Und ich glaube, das ist die Linie, die nach Dings führt. Nach No Cars Land. Die hat natürlich sehr viele Passagiere, wenn ich mal schaue. Obwohl die ist auch sehr, die ist sehr lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist sie ein bisschen zu lang. Das hätte ich vielleicht. Ich schau mal eben, wie es aussieht mit der Linie. Linie 12 ist das, ne? Ja. 33% hat die an Fahrten gespart. Und 9 Bushaltestelle ist. Warte, ich schau mal eben so. Wöchentliche Passagiere 67, Einwohner, Touristen 3. Okay. 3 Touristen fahren damit, ja. War 13. Was?
Okay, 13 Leute fahren mit der Linie. Äh, 13 Busse fahren. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. 13 Busse fahren mit der, auf der Linie, so. Schaut euch doch mal dieses idyllische No-Cars-Land an, so voll im Grünen. Ach, ist das schön. Direkt, und vor allem die hier direkt am Wasser. Hier könnte ich natürlich jetzt auch wieder einen fetten Damm hinbauen. Ah, hätte ich irgendwie Bock drauf. Das würde ich lustig finden. Aber ich, das mache ich lieber nicht mehr, weil mit, naja, mit Dämmen habe ich bis jetzt schlechte Erfahrungen in dieser Welt gemacht. Mit diesem Fluss vor allem. Das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. So, ich schaue mal eben beim Budget. Können wir das Wasserbudget ein bisschen erhöhen? Wir sind nämlich ein bisschen knapp mit dem Wasser. Und hier kann ich Friedhöfe leeren. So. Habe ich noch irgendwelche Friedhöfe, die voll sind? Nee, oder? Nein. Okay, was hat das hier für Beschwerden? Nicht genügend Verkaufswaren. Ja, da musst du mal hier ein bisschen bestellen. Ja, die LKWs, die kommen dahin. Die kommen wohl zu dir. Die kommen wohl zu dir. Ist jetzt nicht so, als ob du hier auf dich alleine gestellt bist. Naja. Okay. Das hier ist wieder leer. Das heißt, das können wir auch jetzt leeren. So. Und eigentlich können wir hier mal die Windräder entfernen, weil die machen hier eigentlich zu viel Lärm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Die bekommen nur ihren Strom. Okay, das müssen wir mal eben ändern. Die bekommen echt nur ihren Strom von hier. Irgendwie da so drüber, aber keine direkte haben sie nicht. Das ist ja total dumm. Und wie sieht's aus? No Cars Land. 2 bediente Passagiere in der letzten Woche. Das ist doch völlig ausreichend. So, schaue ich noch mal eben. Hier, wo habe ich denn hier noch freie Flächen für Offices, für Bürogebäude? Aber ich brauche bestimmt noch einige, oder? Einige freie Flächen. Zum Beispiel hier, 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 das sind alles freie Flächen. An der Hauptstraße ist sowieso immer schlecht zu wohnen. Da kann ich auch hier schön fett Wohngebäude hinmachen. Bürogebäude. Wie schaut es mit der Bevölkerung aus? Ja. Das ist auf jeden Fall schon okay. So. Hier werde ich nochmal ein paar Parks hinmachen. Das, die sollen jetzt auch nicht so weit vom wegleben, ja. Die sollen ja jetzt. Ja, komm, werdet grün. Werdet grün, meine Freunde. Ja. Das ist doch schon ganz ordentlich. Zack, mache ich da noch so ein kleines Gebäudchen hin. Oder kein Park. Und dann lübt das. Wow, sogar 97 Passagiere haben wir hier. Das ist ja ordentlich. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Expresslinie. Die neue Linie hinzufügen, die dann nur einmal hier so rumfährt. Also die sollte jetzt nicht so wirklich die alle alte Stellen abklappern. Das sollte halt eigentlich nur zum Umsteigen oder was auch immer sein. Deswegen, das ist so eine kleine Expresslinie. Und die hat echt gar keine andere Farbe.
Warum hat die keine andere Farbe? Das ist irgendwie... Naja. Ich schau mal eben. Mache ich die doch mal pink, oder? Oder habe ich schon irgendwo eine pinke Buslinie? Nee, habe ich nicht. Das heißt, die bleibt pink. Willkommen in der Pink Line. Das Doofe ist natürlich, dass die alle voll sind. Die Busse hier. Das heißt, die haben hier einen schweren Job. Aber wir bekommen jetzt Verstärkung von einem Bus. Vor allem, alle Buslinien werden hier von einem Busdepot gemacht. Und das ist so geil. Das ist voll gut, das mag ich. Hier Bus in Verwendung 104. Ja, gar nicht viel oder so. Schau mal eben, wie viele sind davon. Ja. Da kommen die ersten Busse. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof mit den Zügen. Mit den Bussen, dass sie so wenig Leute nehmen können. Ja, die können halt echt immer nur 30 Leute. Und das ist halt irgendwie ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Aber was soll es? Boah. Und irgendwie möchte jetzt auf einmal keiner mehr in die Linie einsteigen. Ich hoffe natürlich, dass das sich ändert, aber... Naja, sieht ja bis jetzt nicht so schön aus. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht hier noch eine Zuglinie hinmachen soll. Aber ich glaube, das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Mache ich hier so einen kleinen, oder könnte ich das machen? Das wäre eigentlich eine super Idee. Aber, naja. Ich bin ja selber noch nicht so überzeugt davon, ob ich das machen sollte. Ich kann es ja mal versuchen. Ich meine, warum nicht? So. Das passt. Das passt alles. So, und wenn ich jetzt hier eine Linie erstellen will, dann mache ich einfach so. Sag hier, zack. Und schon haben wir hier eine neue Linie. Die Frage ist, ob die Leute das benutzen werden. Und das, da bin ich nochmal so ein bisschen am Zweifeln. Wäre natürlich cool, wenn sie das machen würden. Aber, naja, gut. Werden wir dann ja sehen. Und hier muss eindeutig ein Parkplatz hin. So. Zack. Und die Busse sind einfach immer so voll. Das ist irgendwie total dumm. Aber naja. Wo wollen denn die Leute immer hin, wenn die nach mit den Bussen hier fahren? Na. 5 Leute sind jetzt ausgestiegen. Das ist irgendwie... Komm, wir beobachten einfach mal, wo die alle aussteigen wollen. Okay, naja. Ist jetzt irgendwie nicht so geil, dass die Leute hier, weil der Bus ist eigentlich wirklich nur für No Cars Land. Aber trotzdem nutzen die Leute das aus. Hm, vielleicht sollen wir die Linie entfernen. So. Und zwar ist es die Buslinie 12. Wir deleten die jetzt mal. Und sagen einfach, ihr bekommt eine neue. So. Aber die geht dann einmal hierher. Hält dann auch 3-mal. Und dann fährt die aber nur. Fährt die aber nur einmal. Moment, wo ist denn hier ein guter Umschlagplatz?
Hier wäre eigentlich ganz gut, weil dann könnten die auch auf die pinke Linie und so umsteigen. Aber auch halt auf die grüne und so, das ist eigentlich ganz gut. Wobei die grüne, die fährt hierher, ja. Nee, hier ist eigentlich ganz gut. Das ist ein ganz guter Umschlagplatz. Und dann fährt die wieder hierher. So, und wo wendet die jetzt? Da, okay. Ja, das ist ja okay, da fährt ja sowieso jeder her. Jeder Bus durch. Okay, dann würde ich mal sagen, willkommen zur neuen Linie. Bekommt die Linie Farbe Türkis. So. Sehr schön. Dann haben wir auch nicht mehr das Problem mit dem Bus hier. Ja. Dass die Leute... Naja. Hier. So ein bisschen... Doof ist das ja schon, dass sie einfach mit der Linie nach No Cars Land benutzen. Das ist eine... Deswegen... So ist das, glaube ich, erstmal dann besser. So, die Müllverbrennungsanlage, die arbeitet auf Hochtouren. Ach, das sieht so schön aus, ne? Mensch, 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 Mensch. Ich finde dieses Spiel so geil. Ach ja. So, und dann nächste Folge werde ich mich dann hier mal so ein bisschen darum kümmern, dass wir noch hier eine Riesenstadt hinbauen. Mal schauen. Mal schauen. Boah, weil der Autobahnkreuz ist auch schon relativ gut befahren, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ganz einfach. Aber bis jetzt habe ich hier, ich sehe keine Probleme damit, dass das nicht funktionieren sollte hier, unser System. Unser kompliziertes System, ja. Das ist schon ganz okay. Oder? Ja. Aber das ist ja immer noch unser Riesen... Ding hier. Das Erzgebirge. Das ist sowieso... Komm. Das ist sehr, sage ich mal, eigen. Naja. Was will man machen? Was will man machen, wenn man so eine riesen... Oh, was haben wir denn hier? Einrichtung leer. Ihr Gebäude ist jetzt leer. Ach so, ja. Das weiß ich doch alles. Mensch, brauche ich da mir nicht sagen. Wer hat denn hier kein Wasser? So, bitteschön. Okay, 6, 5, 4, nee, warte. Ach so, nee, warte da, so. Und schon haben wir hier wieder einen Friedhof mehr. Okay... Guck mal, den benutzen sogar Leute. Den Bahnhof hier. Das ist ja sehr gut. Das freut mich. Naja, so. Und ich würde dann mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Cities Skylines. Und ja. Tschüss.